und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage. Man könnte sogar fast sagen, nicht in der Garage, sondern im Hangar, weil so eine richtige Garage ist das ja nicht. Aber andererseits ist ja nur Flugzeug- und Hubschraubergarage. Ja, ich habe mir mal überlegt, Hubschrauberfliegen hat ja eine gewisse Faszination in Arma und in King of the Hill und Altes Life. Und die gibt es ja natürlich auch auf dem KBS-Server. Und ich habe tierisch lange gebraucht, bis ich mir zigtausend Videos angeguckt habe und aus 15 verschiedenen Sachen das zusammengesucht habe. Und das hat mich genervt. Deswegen habe ich mir gesagt, hey, wenn noch irgendwer suchen muss, wäre das doch eigentlich schlau, wenn ich das, was ich jetzt weiß, mal zusammenfasse. Und da ich das nicht nur zusammenfassen möchte, so wie was es für Flugtechniken gibt, also mal vorweggenommen, ich bin jetzt nicht der Pilot des Herrn, überhaupt nicht, absoluter Anfänger, aber ich habe jetzt die Mechanik verstanden und das ist, glaube ich, so das A und O, denn wer die Mechanik verstanden hat von den Arma-Helikoptern, der kann sich da auch reinfuchsen. Und insofern, wollte ich euch das mal näher bringen. Und da wir hier gleich schon so sind, habe ich auch gleich mal die rausgeräumt, die unserer Meinung nach auf dem Server, wenn man auf dem Altes Live-Server ist, wie der KBS-Server ja einer ist, zum Farmen sehr viel Sinn machen, weil so irgendwie, gewisse Sachen können, die man halt gönnen muss, wenn man Heli ist oder wie auch immer. Grundsätzlich, sage ich mal, gibt es. Ich räume den Vogel erstmal raus und dann erzähle ich euch ein paar Sachen dazu. Denn es gibt so ein paar Sachen, die sollte man beachten. Und wenn man die weiß und beachtet, dann hat man es eigentlich irgendwie, hat man es einfacher. Dann ist das eigentlich irgendwie gar nicht so richtig tricky, dieses ganze Fliegen, sondern eigentlich irgendwie schaffbar. So, bleiben wir doch mal bei den Helien. Also der auf dem zumindest Altes Live KBS-Server, sage ich mal, gibt es den Hummingbird hier, gibt es, und es gibt die zivile Variante. Die zivile Variante hat dann die Bretter hier einfach nicht dran. Bretter dran heißt natürlich nichts anderes als, lasst mich kurz mal gucken, als man kann sich auf diese, na, es sind keine Bretter, naja, ihr kennt das ja, man setzt sich da drauf und das hat nicht nur den Vorteil, dass es cool aussieht, sondern das hat halt den Vorteil, dass du drauf sitzen kannst und schießen kannst. Und dadurch macht der Hummingbird natürlich irgendwie, hat er einen gewissen militärischen strategischen Einsatzwert, weil hier zwei Leute drauf sitzen können, die schießen können. Denn aus dem Inneren von zum Beispiel so einem Taru, da kannst du nicht rausschießen. Und ergo ist der für Infanterietruppen natürlich ganz gut. Den gibt's, also hier passen dann sozusagen vier Leute in den Innenraum, ne? Seht ihr ja, also im Innenraum, wenn ich es hinkriege, weiß gar nicht hier, genau, ich glaube so, exakt, so sitzt man im Innenraum. Da passen also vier Leute in den Innenraum und es passen nochmal vier Leute außen drauf. Das heißt, der fliegt mit acht Leuten. Das ist schon für so eine kleine Mücke, ist das schon irgendwie eine geile Sache. Und insofern Hummingbird cool. Auf dem KBS-Server die zivile Variante, glaube ich, 3,5 Millionen. Da passen dann nur vier Leute rein, der hat diese Bänke nicht. Und die Variante hier, der heißt dann auch irgendwie anders, M90 irgendwas, keine Ahnung, habe ich vergessen. Und halt die militärische Variante, die gibt es nur im Rebellenshop. Und Rebellenshop bedeutet, ihr müsst für 7,5 Millionen die Rebellenlizenz kaufen und dann könnt ihr für 2,8 Millionen den Hummingbird hier kaufen. Wir haben das gerade gemacht und haben uns den erspart und dann gibt es den noch mit ein paar geilen Camos und So, gehen wir mal weiter. Wir kommen hier, ich nenne die immer zum kleinen und zum großen Taru, weil im Grunde genommen, der nennt sich hier Taru Transport, glaube ich, und der nennt sich hier Taru Fracht. Und sie unterscheiden sich ganz banal darin, der hier mit den roten Sitzen sozusagen da drin, besonders schlau, jetzt habe ich das so eingestellt, dass ich nicht an die Dinger rankomme, das ist auch gut, sonst wäre ich jetzt mal mit euch eingestiegen, aber ihr seht es ja schon durch sozusagen die Fenster, da sind Sitze drin und da können, ich glaube, der Taru Transport kann 14 Leute fassen insgesamt, wenn ich jetzt nicht, ich glaube ja, ich glaube, da passen 14 Leute rein und einen 300er Kofferraum. Ja, 300 Plätze, die ihr belegen könnt. Und der Taru Fracht, da passen 750 Plätze. Also 750 Frachtplätze hat er im Kofferraum und kann drei Leute mitnehmen. Ne? Also den Loader
Nee, der nennt sich ja irgendwie anders. Der nennt sich irgendwie, oder nennt sich der Loader? Doch, ich glaube ja, Loader. Der ist sozusagen zuständig dafür, dass er hinten, wenn dieser Container abkoppelbar ist, also dieses Gepäckteil, was ihr hier seht, dann koppelt der den an und ab. Den Taro gibt es dann auch noch mit sozusagen, wo dieser Container da hinten nicht da ist. Und da könnt ihr dann, wenn ihr eine Logistiklizenz habt, andere Container ranhängen, sozusagen. Ne? Mit dem Seil transportieren, mit der Kette. Ich fand es jetzt aber eigentlich, also für uns, wir haben den Taro Fracht gekauft hier. Er kostet 14 Millionen und der da drüben mit dem 300er Kofferraum, der kostet 8 Millionen. Und ich fand das jetzt eigentlich ganz praktisch hier, dass das Teil. Habe die Info mir natürlich auch nicht selber irgendwie hergebastelt, sondern ich habe einen netten, ich glaube, österreichischen Spieler morgens mal getroffen, der hatte den Taro Transport und der sagte, ey, super Sache, weil du kannst Leute mitnehmen und 300 Güter noch mitnehmen. Dann haben wir uns halt umgeguckt und wir haben gesagt, hey, wir sind momentan eh nur zu dritt und der kann 750 gut mitnehmen und damit ist der Taro Fracht schon für uns eine sehr gute Sache, kann aber nicht so viele Leute mitnehmen. Also muss man sich überlegen. Ja, 14 zu 8 Millionen. Beides sehr gutmütige Geräte, werden wir nachher auch nochmal antesten. Kann ich nur empfehlen. Muss man halt, ja, 14 Millionen sind nicht wenig, aber wenn ihr jetzt mit mehreren vielleicht auf den Server kommt, dann könnt ihr euch da sozusagen hochgrinden, hochfarmen. Jo. Und dann würde ich doch mal sagen, das ist so meine Heli-Kunde von der Hardware her, also von den Geräten, die ich momentan interessant finde. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal einher und ich zeige euch mal, was es so für Flugtechniken gibt. Und was heißt Flugtechnik? Grundsätzlich ist das ja eigentlich Flugtechnik kann man gar nicht unbedingt sagen, sondern man muss eigentlich sagen, was es für Landetechniken gibt. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel King of the Hill gerne spielt, da könnt ihr ja auch einen Heli nehmen und ins Kriegsgebiet fliegen. Und dort ist es ja entscheidend, dass ihr schnell landen könnt. Ja? Und das sind halt, da gibt es halt verschiedene Techniken. Und diese Techniken, da solltet ihr zumindest mal wissen. Und bei mir ist dann auch der Groschen gefallen, dass mir klar wurde, warum gewisse Sachen halt so sind, wie sie sind. Ich fliege das Ganze mit dem Xbox-Controller, weil es einfach irgendwie einfacher ist. Ansonsten geht das aber auch mit der Tastatur. W neigt die Nase nach vorne. S neigt die Nase nach hinten. Hochfliegen tut das Ganze. Wie war denn das hier mit Shift? Mit Shift geht es nach oben und mit X. Nein, das war es nicht. Ja, genau. Und mit Y geht es nach unten. Das heißt, was passiert da eigentlich? Ihr müsst euch das so vorstellen wie einen Ventilator, den Propeller. Und dieser Ventilator pustet Luft nach unten. Und wenn die Rotorenblätter sich entsprechend anstellen, dann pustet er halt viel Luft nach unten und kriegt Auftrieb oder halt wenig. Und dadurch bewegt sich so ein Helikopter. Und ein Helikopter fliegt schnell nach vorne. Da müssen wir. Ach genau, eine Sache. Erzähl ich gleich. Ein Helikopter fliegt schnell nach vorne, weil er sich nach vorne neigt und dann mit dem Luftsog sozusagen nach vorne zieht. Eine Sache hätte ich fast vergessen, die Taste X. Die Taste X ist nämlich für Anfänger gemacht. Da könnt ihr zum Beispiel, ihr bewegt euch hier vorwärts und sagt so, oh Scheiße, das ist mir alles zu instabil hier irgendwie. Taste X gedrückt. Autohover. Autohover bedeutet nichts anderes als, der pegelt sich von alleine aus in die Waagerechte und damit hatte er einen, ja, wie könntest du nennen, einen stehenden Autopiloten. Und ja, damit kann jetzt nichts mehr passieren. Wenn diese Taste, ihr seht es auch hier oben, wenn diese Taste an ist, an diesen beiden Pfeilen, hier, die hier, dann kann da sozusagen nichts mehr passieren. Dann steht er halt einfach. So, und jetzt zeige ich euch, genau, die Geschichte, was ich vorhin sagte, er saugt sich mit dem Luftstrom nach vorne. Eigentlich logisch, ja. Aber wenn ihr ihn ankippt, damit er sich nach vorne saugt, dann würde der Heli die ganze Zeit im Sinkflug sein, sozusagen, ja? Also die ganze Zeit nach vorne. Ihr seht ja jetzt, er verliert an Höhe. Und deswegen müsst ihr die ganze Zeit, wenn ihr schnell fliegen wollt, müsst ihr die ganze Zeit die Taste, ich weiß nicht, Pitch oder sowas heißt die, glaube ich. Also praktisch die Taste, die Gas gibt von den Rotorblättern, dass er sich nach vorne saugt. Die müsst ihr drücken. Und dann müsst ihr gegensteuern und genau so viel Schräglage machen, dass er sozusagen so leicht nach vorne gekippt ist, ne? So ungefähr. Das müsst ihr dann praktisch. So ist der perfekte Flug. Und ihr seht es auch schon an der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit nimmt der zu.
170, der hat irgendwie so, ich glaube 250 fliegt er maximal, und ihr müsst dann halt rauskriegen, wie kann man das beste Verhältnis zwischen nicht sinken und schräg nach vorne fliegen und Geschwindigkeit aufbauen. Ne? Also liegt irgendwie so bei 200 km/h die Reisefluggeschwindigkeit bei dem Gerät. Und ja. Aber wie gesagt, schnell fliegen kann jeder. Das ist irgendwie keine Kunst. Was aber eine Kunst ist, ist halt das Schnelllanden. Dazu räume ich jetzt mal die beiden Tarus weg und dann treffen wir uns wieder vor der Halle. Bis gleich. So, und da sind wir schon. Da sind wir schon. Stehen jetzt am Ende von der Runway sozusagen. Wenn wir uns das mal auf der Map angucken, hier hinten. Dort hinten ist die Halle, wo wir vorhin gefilmt haben. Und ich sag mal, wir setzen uns jetzt einfach mal als Ziel, so wie es ja auch in Altes Life ist oder in Arma King of the Hill. Ihr kommt irgendwo angeflogen und ihr wollt irgendwo landen. Wie macht man das? Es gibt da total verschiedene Varianten, wie man das gestalten kann. Und die stelle ich euch jetzt mal vor. Grundsätzlich kann man sagen, ihr habt ja eine gewisse Höhe und ihr habt eine gewisse Geschwindigkeit und die müsst ihr irgendwie abbauen. Man kann nur mit dem Heli kann man nur mit Geschwindigkeit 0 oder Geschwindigkeit bis zu 10 km/h landen. Das geht nicht anders. So, das heißt, ihr habt eine Reisegeschwindigkeit bei dem Hummingbird so, sagen wir mal, um die 200, vielleicht 170, 180. Die habt ihr und die müsst ihr irgendwann verlassen. Und das Optimum ist, dass man die Reisegeschwindigkeit, sage ich mal, einen Kilometer vorm Ziel verlässt vielleicht. Mit dem Hummingbird wahrscheinlich kann man später anfangen. Also da müsst ihr irgendwann ein Gespür für kriegen. Wann verlasse ich meine Reisegeschwindigkeit? Dann kommt die Anflugsgeschwindigkeit sozusagen. Die ist, wenn er 200 die Reisegeschwindigkeit ist, ist die vielleicht nur noch so um die 100. Und die Landegeschwindigkeit, wo er dann die Geschwindigkeit ganz rausnimmt und es zurecht ruckelt, die ist dann so 30, 40. Ja? Und da gibt es halt verschiedene Varianten. Da gibt es die Variante, die man mit dem Autohover machen kann, und die nehmen wir uns jetzt einfach mal vor, weil das ist die einfachste, ja, aber es ist nicht die Variante, mit der ihr zum Beispiel bei King of the Hill landen könnt, ja, weil bei King of the Hill und bei Arma kommt es aufs schnelle Landen drauf an, weil alle Welt auf euch schießt, und alle Welt auf euch schießt ist nicht gesund, und deswegen müsst ihr dort schnell landen können, und die Variante, die ich euch jetzt zeige, die ist auf jeden Fall nicht dafür da, um schnell Geschwindigkeit abzubauen. Ja, also ihr kommt hier angepfiffen, wir gucken mal oben links auf die Geschwindigkeit. Ihr habt hier 118, 120, 130, 140. Ihr seht die Halle und sagt, oh Mann, hier will ich landen. Zack, drückt Autohover. Ja, also ihr seht es auch jetzt, was macht der? Der geht sozusagen, er nimmt die Geschwindigkeit raus, indem er nach hinten abkippt, und geht ins Hovern. Und jetzt hängt ihr hier aber schon bedeutend höher, wenn ihr das mal jetzt abgecheckt habt. Ihr hängt hier bedeutend höher jetzt irgendwie rum. Das heißt, ihr müsst irgendwie noch wieder an Höhe verlieren, und das Ganze ist ein Vorgang, der nimmt zu viel Zeit. Der ist total sicher, weil da nichts passieren kann. Wir machen das jetzt nochmal auf dem anderen Weg nach hinten sozusagen. Ne? Also wir gucken mal, unsere Höhe ist jetzt 9 Meter. Und dort hinten kommt jetzt gleich der Kreis, und ich sag mir so, oh, im Kreis will ich landen. Ich drücke X. 9 Meter, 20 Meter, 30 Meter, 50, 60, 65 Meter, fast 70 Meter, ja. Fast 70 Meter, und wir sind noch irgendwie in der Nähe von dem Kreis, wo wir landen wollten, aber nicht wirklich da, wo wir landen können wollen, und deswegen gibt es da noch andere Varianten. Und die anderen Varianten, die zeige ich euch jetzt leider. Ich mache das, weil sowas natürlich auch immer sehr unfallträchtig ist, solche Testgeschichten. Und weil ich nicht der Pilot des Herrn bin, mache ich da immer kleine Pausen dazwischen. Sonst muss ich die ganze Scheiße nämlich nochmal neu schneiden. Bis gleich. Variante 2. Ihr steigt in den Heli, beschleunigt, geht auf eure Reise. Wenn ihr angekommen seid, drückt ihr nicht das X oder das Autohover, sondern ihr sagt so, oh Mann, die Halle ist in der Nähe, zack, ich ziehe das Ding nach oben, bis die Geschwindigkeit rausgeht, ja, also 10 km/h, habt ihr ja gesehen, ein bisschen auf die Geschwindigkeitsanzeige oben gucken, 10 km/h habe ich abgebremst, ja, und dann muss ich sozusagen mit meinem Gas rausnehmen, den Vogel dann irgendwie noch runterbringen und nicht gegen den Zaun fliegen. So,
Das kann man machen, aber das ist auch eine schlechte Lösung, weil ihr dort halt einfach ultra viel Höhe gewinnt. Ne? Das sind beides Lösungen, die die eine automatisiert, die andere nicht automatisiert, aber die beide nicht optimal sind, weil sie zu viel Höhe produzieren. Ne? Okay, Lösung Nummer 3. Lösung Nummer 3 bedeutet, wir müssen ein bisschen mehr Speed haben, weil das ist realistischer dann, ja? Also, ich bin hier auf meiner Reisegeschwindigkeit, guck mal auf die Geschwindigkeit, 160, 170. Ich sehe jetzt da hinten die Halle und denke mir so, okay, ich nehme Geschwindigkeit raus. Das heißt, ich kippe das Ding schon etwas leicht nach hinten, seht ihr? Leicht nach hinten gekippt, verringere automatisch die, also nehme Gas raus, damit er in den Sinkflug geht. Ja, also Heli nach hinten gekippt, Gas rausgenommen und Heli zerstört. Erklären und fliegen gleichzeitig. Bisschen tricky. Aber ihr habt's gesehen. Ihr kommt an, ihr nehmt den großen Speed raus, geht in den kleineren Speed, setzt den Vogel so ein bisschen schräg und geht so in den Landeanflug. Das ist schon eine Variante, die ist schon besser. Aber sie ist noch nicht optimal, weil ihr sozusagen, wenn ihr das mit dem Gerät macht, was schneller ist, ihr müsst schon so lange Speed rausnehmen. Ja? Ihr müsst sozusagen, ihr habt deutlich eine Strecke, wo ihr deutlich langsamer seid. Und diese Strecke, wo ihr deutlich langsamer seid, die ist natürlich auch eine gefährliche Strecke, weil ihr dort treffbar seid. Ne? Gerade King of the Hill ist dann da nicht so spaßig, weil ihr, da geht es ja um Geschwindigkeit und um Zeit. Also eigentlich geht es nicht um Geschwindigkeit, bei King of the Hill geht es um Zeit. Und die Zeit, die ihr im Feindraum seid, ist halt gefährlich. Insofern, hier seid ihr relativ lange im Anflug, geht nachher runter, kippt den Vogel nach hinten. Ist auch nicht optimal. So, nächste Variante. So, die nächste Variante. Und bei der nächsten Variante, die ist schon ein bisschen was für Profis. Die beherrsche ich auch noch nicht jedes Mal, aber die Technik habe ich zumindest verstanden. Wenn ihr zur Halle wollt, ja, ihr fliegt die Geschichte weiter außen an, seid hier sozusagen in eurer Marschgeschwindigkeit 175, die relativ krass ist, und dreht hier eine so enge Kurve, dass ihr den kompletten Speed rausnehmt aus der Kiste, ja. Also das war jetzt gerade nicht optimal geflogen, aber ihr habt gesehen, was ich meine. Ihr fliegt das Ding an. Ihr fliegt das Ding an mit... manchmal verwechsel ich durchaus noch die Knöpfe am Controller, weil ich nicht so der Controller-Daddler bin. Aber die Geschichte ist eigentlich relativ einfach, wenn man einmal die Mechanik verstanden hat. Ihr seid in einer hohen Geschwindigkeit hier. Ihr dreht eine steile Kurve. Ihr passt auf, dass er nicht abschmiert. Der wird immer langsamer. Guckt mal, Speed ist nur noch auf 120, 60. Zack. Und wenn ihr das Ganze jetzt noch, ja... Ich habe das Ganze jetzt ohne sozusagen den Pitch verstellen, also ohne, dass er an Höhe verliert. Wenn ihr das Ganze jetzt noch, das ist die Kür dann, ja, wenn ihr das Ganze jetzt noch fliegt und dann während dieser steilen Kurve am Ende auch noch sozusagen nicht das X, sondern was ist es? Das Y, glaube ich, ne? Also dass die Taste, dass er sozusagen die Geschwindigkeit rausnimmt. Zack, in die Kurve, Taste gedrückt. Nein. Der Fug! Müsste eigentlich in die Outtakes rein, aber ja. Wie gesagt, es ist ein bisschen tricky. Wir versuchen das gleich nochmal im neuen Anlauf von Ihnen. So, nächster Versuch. Wieder mit einem weiten, großzügigen Anlauf. Wie gesagt, es ist so ein ihr müsst rausfinden, die Mechanik, die dahinter steckt, ist, dass er durch die enge Kurve zieht er sich praktisch gegen die Geschwindigkeit, die er hat. Ihr müsst gucken, wie eng kann ich die Kurven fliegen. Und ihr fliegt dann sozusagen abgeklappt die Kurve rein, drückt die Taste, zack, das könnte so ungefähr so ungefähr in die Hose gehen. Aber habt ihr verstanden, was ich gemeint habe? Ne? Das muss man halt total üben. Das ist echt die Profi-Variante. Aber reinkommen, die Kurve drehen, wenn die Geschwindigkeit beobachten, wenn die noch so bei 40, 50 ist, das Ding wieder gerade nehmen, dann die Taste zum Sinken und dann seid ihr unten. Das heißt, ihr habt diese Kurve und ihr habt nach dem Ausgang der Kurve seid ihr sozusagen schon da, wo ihr eigentlich hin wollt.
Und das muss man halt üben, dass man weiß, wo enden die Kurven. Ihr macht nichts anderes, als dass man einen Radius sich überlegt, wie kann er am engsten fliegen, damit er Geschwindigkeit abbaut. Und dann sozusagen am Ende noch die Höhe rausnehmen und dann halt eben das Ding nicht zu ruppig auf den Boden setzen. Und das ist die schnellste und die professionellste Variante nach meinen Recherchen, die man zwar beherrschen muss, aber die dann richtig cool aussehen, richtig geil sind und halt am schnellsten die Geschwindigkeit rausnehmen. Und jetzt zeige ich euch nochmal mit dem Taru die Geschichte mit dem Abklappen, die funktioniert nämlich mit den schweren Kisten ganz wunderbar. Bis gleich. So, wie versprochen, im Taru Fracht. Der sieht auf dem KBS-Server allerdings nicht so aus, wie er hier aussieht, sondern der ist schwarz oder so ein braunschwarz. Auch sehr geil, ehrlich gesagt, wenn er mich fragt. So, die Kiste ist natürlich deutlich behäbiger, hat aber irgendwie auch Vorteile, weil man sie halt als Anfänger einfacher beherrschen kann. Zur Technik noch was zu sagen, der hat keinen Heckrotor, sondern der macht sozusagen, der tariert sich aus durch seine zwei miteinander harmonierenden Rotorblätter sozusagen. Ja, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, dass die beiden sich da sozusagen hinten, die beiden Rotorblätter miteinander. Glaube nicht, dass der eine vorwärts, der andere rückwärts läuft, aber du kannst über diese beiden Rotorenblätter halt sozusagen das gleiche machen, wie wenn der ein Heckrotor hätte. Und ja, fliegt sich sehr viel gemütlicher, sehr viel einfacher, finde ich, kann nicht so enge Kurven fliegen, ist dadurch aber auch nicht so gefährdet. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das meine, wir nehmen mal Fahrt auf, wenn wir hinten sozusagen an der Halle zu labern, ey, Alter. Das ist immer das Problem, wenn ihr im Editor zwei Helis auf der Map habt, dann fliegt. Ne, der da unten fliegt jetzt nicht. Aber da sitzen ja NPCs drin und quatschen dann dämlich. So, wir erinnern uns. Halle. Ja, also ihr reißt das Ding hoch, bis er oben ist. Ihr drückt das Seitenruder sozusagen. Und schwupps kommt er wieder ein Stückchen runter. Ihr könnt Höhe rausnehmen und seid dann sozusagen habt komplett Geschwindigkeit abgebaut und seid sozusagen an dem Punkt, wo ihr sozusagen die Steilkurve gedreht habt, könnt ihr dann landen. Alles andere ist mit dem natürlich auch möglich, ja, aber der ist halt noch träger und baut noch langsamer Geschwindigkeit ab. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen da hinten landen, ja, na gut, da wird die Distanz jetzt nicht reichen, weil er zu wenig Geschwindigkeit aufbaut, aber wir gehen mal einfach auf einen Punkt weiter hin. Ihr nehmt Pitch raus. Oh Gott, hoffentlich heißt es überhaupt Pitch, ja? Aber ihr nehmt sozusagen die Rotor Power raus, stellt den ein Stückchen schräg an und sinkt dann gemächlich zu Boden, ne? Und das ist halt, wenn ihr richtig Geschwindigkeit drauf habt, müsst ihr das halt, also im langsamen Anfliegen ist es überhaupt gar kein Problem. Da kann man sich so irgendwie hinzuckeln. Aber wenn ihr da richtig schnell seid und da hinten am Berg zum Beispiel irgendwie landen müsst, dann ist das schon irgendwie eher tricky. Und insofern, da eignet sich meiner Erfahrung diese Steilkurve mit dem Taru, wenn du also richtig angeschmettert kommst, eignet sich da wunderbar, weil du da halt komplett den ganzen Speed rausnehmen kannst und weil der halt auch so fett und gutmütig ist. Und außerdem sieht es geil aus und macht Spaß. Und alle, die mitfliegen, denken, jetzt crasht man. So, 200 km/h, zack, hochgezogen. Geht natürlich auch nach der anderen Seite oben am Scheitelpunkt, Seitenruder quasi gedreht. Runter, ausrichten, Geschwindigkeit komplett abgebaut und zum Boden sinken. Ja, zumindest meine Art, punktgenau. Wenn man Platz hat, das Ding zu gestalten, sonst ist natürlich der intelligentere Ansatz, das Ding in den langsamen Landeanflug zu ziehen, weil man hat ja eigentlich alle Zeit der Welt und mit dem bist du ja sowieso eher gemächlich unterwegs. So, eine Sache noch, ich glaube, da haben die Bratva-Jungs, haben uns das, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, boah, ey, der nervt mit seinem Equipment hier, haben uns das gesagt, was interessant ist, was man wissen muss, wenn ihr den Heli, wenn ihr den aus der Garage rausholt, ja.
Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn ihr den aus der Garage auslöst, steht er auf dem Flugfeld. Und wenn er auf dem Flugfeld steht, dann ist das so, als ob der noch ein Stück schwebt. Und dann wartet man so 10, 15 Sekunden, manchmal auch 30 Sekunden. Und dann macht er so einen richtigen Satz in den Beton rein. Ja? Dann, dann sind die Räder auch so ein Stück, das sieht man jetzt hier nicht so gut, aber auf dem alten Server ist das dann so. Da sinkt er da so ein Stück ab. Und man sollte nicht einsteigen, bevor der nicht abgesunken ist, weil dann irgendwie die Spielmechanik, weiß nicht, denkt, er sei in der Luft. Und wenn du drin sitzt, dann kann die Kiste doch relativ häufig mal in die Luft gehen. Und das ist ja bei 14 Millionen, sag ich mal, schwerst erfarmtes Geld. Nicht so nice. Jo, also, nicht in vollster Perfektion geflogen, ja, aber ich hoffe, ihr habt die Mechanik verstanden und ja. Ich würde mal sagen, das ist die kleine Helikunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ah ja, was ich noch sagen wollte. Das Schöne an dem Heli ist natürlich an dem Hummingbird, man kann echt so viel Scheiß mitbauen, weil der so klein und wendig ist. Du kannst also mit dem Viech sogar hier unter den Strommasten durchfliegen. Der ist einfach klein, wendig, wie so eine kleine Mücke. Und das ist irgendwie, ja, ist ein absolutes Spaßgerät. Mir ist noch nicht so richtig klar, was man mit dem eigentlich, außer Personentransport. Personentransport ist natürlich ein Thema mit 8 Mann, aber er hat keinen großen Kofferraum. Der hat einen Kofferraum von 75 und ja, da kannst du natürlich zum Farmen oder sowas, kannst du den, ja, kannst du den nicht so wirklich nehmen. Achso, eine Sache fällt mir noch ein, wo wir noch drauf eingehen sollten. Die Tarus sind, die kosten schon Geld, ne? Wenn man die aus der Garage rausholt, musst du 250.000 dabei haben, weil sonst kriegst du nicht ausgelöst. Also die Gebühr, dass du den aus der Garage rausholst, sind 250.000. Und das ist schon, also den Taro holst du nicht raus, den Taro-Fracht holst du nicht raus, wenn du mal eben irgendwie Spaß haben willst. Also zumindest nicht, wenn du ein geiziger Mensch bist wie ich. Also 250.000 sind einfach Geld. Das ist klar, die Profis, die altes Profis werden jetzt sagen, ja, komm, das ist doch Peanuts und wir haben doch etliche 100 Millionen auf dem Konto. Aber ja, ich sag mal, wenn man so anfängt und farmt, dann, dann sind 250.000, finde ich schon, also ich sehe dann immer so den Wert da drin, dass ich sage, hey, dann muss das für irgendwas sinnvoll sein, ja? Also zumindest, naja, den Frachttaru, da ist das schon ein bisschen tricky. Naja, ja. Ich mache vielleicht nochmal ein paar Outtakes mit Sachen, die so schief gegangen sind, weil da sind auch ein paar lustige Sachen bei. Aber ansonsten war es das jetzt wirklich. Achso, ja. Stimmt. Habe ich auch noch nicht gezeigt. Mit dem Viech hier kann man natürlich auch super. Also der, guck mal, er verliert bei Rollen, verlegt er keine Höhe. Er lässt. Man kann mit ihm super gut Loopings machen, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Also der ist wirklich mit. Der Hummingbird ist am vielseitigsten. Also mit dem kann man am meisten Scheiße bauen. Aber man kann mit ihm auch auf jeden Fall ganz gepflegt sich umbringen. Weil das ist halt. Der reagiert wirklich auf. Ja. Man muss es können. Ich kann es nicht. Also ich habe den schon. Wer weiß, wie oft hier irgendwie in Sand gesetzt. Aber auf dem Editor kostet das ja alles nichts. Also macht's gut, bis zum nächsten Video. Beziehungsweise jetzt kriegt ihr erstmal die Outtakes. Macht's gut. Jo, und das war's noch nicht. Ich wollte euch nochmal, wir sind noch gar nicht auf die Kunstflugtauglichkeit von dem eingegangen. Das Schöne an dem ist nämlich, dass man mit dem so richtig geil Scheiße bauen kann. Weil ihr könnt irgendwie da unter den Strommasten drunter. Eigentlich wollte ich nur unter einem Strommast durchfliegen, aber ey, quatschen und fliegen ist halt auch immer so eine Sache. Das können wir besser, das machen wir nochmal. So, eine weitere Landetechnik sagen die Leute im Internet sei sozusagen, du kommst hier angeflogen und fliegst ein Looping und kannst damit wunderbar Geschwindigkeit abbauen, aber ehrlich gesagt,
Das ist ja voll die Scheißidee. Das funktioniert überhaupt nicht. Das mit dem Looping, das kannst du überall im Internet nachlesen. Das ist aber totaler Bullshit. Das baut überhaupt keine Geschwindigkeit ab. Du bist danach genauso schnell. Das kommt nicht mit rein. Das kommt in die Outtext. So, die Variante des engen Kurvendrehens ist halt auch die... Was red ich für ein Blech? Die Variante des Kurvendrehens ist die... Fuck, ey. So, ein weiterer Versuch, euch das mal zu zeigen mit einem schnellen Anflug. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall die Variante, die man am meisten üben muss, weil das echt nicht am einfachsten ist. Aber sie baut einfach auch königlich Geschwindigkeit ab. Nein, nein, das war nicht gut. Nein, das war nicht gut. Es ist halt, ja, Krüppellandung.